irgendwas hat mich verfolgt, was auch immer. Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu The Alien Cube. Wir sind in Kapitel 7, der Tempel. Wohin bringen Sie mich? Ich kann mich ja nichts erinnern. Oh Gott, ich verliere eine Menge Blut. Ich hatte nichts mehr lange durch. Ich fühle, wie mich meine Kraft verlässt. Ja, am Ende hat sich ja irgendeiner auf uns gestürzt. So, auf die Schnelle. Wir konnten ja auch nirgendwo hin. Wir waren ja, stand ja diese abgeschlossene Tür quasi mit dem Rücken. Da gab es keine Möglichkeit, irgendwie zu entkommen. Und wir hatten ja auch keine Waffe bei. Insofern bin ich mal gespannt, wo wir jetzt landen. Wie es jetzt weitergeht. Die letzte Folge war relativ lang, mit knapp einer Dreiviertelstunde. Ja, damit irgendwie länger als, sag ich mal, auch das Kapitel davor. Es war ein relativ langes Kapitel. Wir schauen mal, wo wir jetzt... Mein Schlafzimmer, was mache ich hier? Oh. What am I doing here? Oh, da laden erstmal die Texturen. Sieht genauso ranzig aus jetzt wie Onkel Edgars Wohnung. Ist das ein Hinweis? Oh. Ja, hat was von Onkel Edgars Wohnung. Ich hasse My es. Bedroom. What am I doing here? Wie soll ich denn da rüberkommen? My bedroom. Ich sag ja, wenn man keine Jump'n'Runs entwickeln kann, dann soll man es lassen. Tut man sehr gut mit. Ja? So. Ist hier irgendwas, was wir jetzt entdecken müssen? Wollen, können? Ja, sag den Satz doch noch 100 Mal. Doing here. In welches Loch bin ich denn da gerade gefallen? Ach, hier. Hier ist ein Loch. Aber wahrscheinlich müssen wir da auf den Balken, ne? Ja. Schlüssel? Schlüssel! Ich habe Schüssel gelesen, weil da auch eine Schüssel steht. Oh, wow. Cool. Eine Wanne in Stein. Aber für was ist dieser Schlüssel jetzt? Achso, hier. Können wir noch... The Land of Pain. Cool. Hier wahrscheinlich, ne? Ja. Wie ist das möglich? Was geschieht hier? Ja, das weiß ich auch nicht. Wo sind wir? Auf irgendeiner Landstraße? That voice. Die Stimme, sie ruft mich. It's calling me. Also ich höre nur irgendwelches Gebrülle. Tintenfisch. Oh Gott, was habe ich gar nicht gesehen? Ich kann es kaum glauben. Was war das für ein Ding? What was that thing? Ach, jetzt sind wir hier. Okay. I'm badly hurt. Ich bin schwer verletzt. Das ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Ja, okay. Also ja, das ist hier. Wir sind hier wirklich verletzt worden und hierher geschleppt worden. Alles andere waren jetzt wieder Visionen oder keine Ahnung. Da unten stehen Leute an einem brennenden Feuer. Ich kann sie nicht weitermachen. Ich muss etwas finden, um die Blutung zu stoppen. Oder das wird mein Ende sein, okay?
Ja, was finden wir denn? Wir sind mitten im Wald. Schrein oder so. Statue. Irgendwas fehlt hier. Hier auch. Okay. Aber wir gehen mal weiter. Wir müssen erstmal unsere Blutung stoppen. Untersuchen. Das ganze Konstrukt hier ist instabil. Ich muss nur einen dieser Holzposten berühren und alles bricht in sich zusammen. Okay, passiert aber nicht. Da hinten ist eine Hütte. Jetzt, da wir diese Brücke torkeln, gehe ich jetzt erstmal zu der Hütte. I saw it. Ich habe es gesehen. Verbände. Ah, okay. So. Hatten wir nur einen Tagebucheintrag? Ach ja, die geheime Einrichtung. Was verbirgt dieser Ort sonst noch alles? Ich hatte ja keine Ahnung, dass sich unter der Hütte eine solch riesige Einrichtung befindet. Aber wofür war sie gut? Ich kann nicht glauben, dass Großvater William Teil von alledem hier war. Und was ist mit Edgar geschehen? Was ich da auf dem Foto gesehen habe, war absolut bizarr. Da war dieser seltsame Gegenstand vor der Hütte, an dem Tag, an dem er verschwand. Ich weiß nicht, woher ich die Stärke und den Mut nehmen soll, weiterzumachen. Dieser Ort stellt meinen Verstand auf eine harte Probe. Ich kann vor Glück sagen, dass ich noch nicht geschnappt wurde. Ich bin mir sicher, dass ich hier nicht alleine bin. Ein Hebel. Wo hast denn du jetzt hier einen Hebel? Ach, da, an der Wand. Tagebuch ist Mitglied der Ordnung. Nun, da wir Gottes Auge gefunden haben, müssen wir nur noch den letzten großen Schritt wagen. Heute Nacht soll es geschehen. Die Sterne befinden sich in einer günstigen Position. Wir sind alle bereit für die große Offenbarung. Die Wahrheit, aber die äußere Welt wartet auf uns und wir werden uns endlich mit den heiligen Alten vereinen und eins sein. Na, dann vereinigt euch mal mit den Alten. Ist ja nicht, was der Hebel jetzt... gemacht hat. Guck mal hier. A Kischli. Da kann ich aber nichts machen. Okay. Was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt da hoch oder gehe ich jetzt erstmal... Gut, nee, dann gehe ich mal zu den Statuen zurück. Er sagt ja, da fehlt etwas. Ich glaube nicht, dass der Hebel... Der Hebel wird wahrscheinlich jetzt eher da vorne das Tor geöffnet haben. Als an den Statuen irgendwas geändert. Waren die so weit weg? Dann brauche ich eigentlich nicht zurückgehen, weil... Ach, hier. Nee, so weit brauche ich nicht zurückgehen.
Das macht das Spiel nicht mit einem. Tagebuch. Ah, die Basis des Ordens. Was haben wir mitgemacht? Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Was haben Sie mit mir gemacht? Mein Bauch ist schwer verletzt. Ich kann kaum glauben, dass ich überlebt habe. Ich bin in einer Grube voller toter Körper zu mir gekommen. Sie irren Kultisten müssen gedacht haben, ich sei tot. Aber was ist das hier für ein Ort? In der Ferne kann ich die Berge erkennen, aber ich bin viel weiter stromabwärts. Der Ruf ist hier viel stärker. Oh Gott, ich darf nicht. Es wird immer schwerer, dieses Tagebuch zu schreiben. Der Würfel muss sehr nah sein. Ich kann seinen Ruf nicht widerstehen. Ich spüre ihn. Ich kann ihn nicht ignorieren. Ich muss ihn finden. Guck mal, die Brücke da hoch, weil ich denke mal, der Hebel hat dieses Tor da geöffnet. Das ist mir sehr naheliegend. Da ist der Würfel. Oder? Nee, eine Sphäre. Was mache ich damit? Muss die zu den Statuen? Vielleicht? Schauen wir mal. Irgendwas hat mich verfolgt, was auch immer. Egal. Egal. Zu irgendwas musste das ja früher oder später gut sein. Jetzt habe ich zwei, okay. Ja, ich bin jetzt ja auch nicht zu den Statuen gelaufen. Verschlossen. Scheint, als wäre sie von innen blockiert. Okay. Die Statuen müssen woanders gewesen sein. Ich muss mich, hab mich verlaufen. Dann gehen wir jetzt hier lang. Weil jetzt bin ich mir auch sicher, dass ich zu den Statuen muss. Ich habe halt zwei Sphären. So. Jetzt habe ich mich aber verlaufen. Moment. Hier ist das Blutbad, von dem ich gekommen bin. Okay. Jetzt habe ich mich vertan. Dann bin ich hier runter, habe da hinten die Menschen gesehen. Am Feuer. Die mich aus irgendeinem Grund noch nicht bemerkt haben. Wo waren die Statuen, die beiden? Irgendetwas hat sich geöffnet. Die Frage ist nur was. Hier ist die eingebrochene Stelle.
wir mal zurück. Hier wahrscheinlich, ne? Ja. Wieso? Okay, es klingt wie Schweinegegrunze. Ein Gebet. O heiliger Alter, kostbarster deiner Schöpfung, Gottes Auge wurde gefunden. Dank seiner Macht werden wir schon bald für dich vor dich treten, um von dir gerichtet zu werden. Nimm all meinen Besitz zum Geschenk und mache mich zu einem deiner Auserwählten, dem Einzigen, der eins mit dir werden soll. Okay. Oje, oje, oje. Hilfe. Die äußere Welt, man sagt, die heiligen Alten herrschen von der äußersten Welt aus über das Universum. Einst war es uns möglich, sie zu treffen, doch das Verständnis darüber ist lange vergessen. Unsere Vorfahren erzählten von einem Ort, welcher für unseren schwachen Verstand unbegreiflich ist und an dem alles Wissen aufbewahrt wird und an dem der Lauf der Zeit nicht existiert. Nur wenigen Auserwählten war es möglich, die Visionen der Vergangenheit und Zukunft zu verstehen, die allen gleichzeitig erschienen, und nur ihnen gelang es, die heiligen Alten und prächtigen Kreaturen, die ihnen dienen, wahrzunehmen. Okay. Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Kohlebecken. Am Fuß eines Kohlebeckens ist ein Symbol. Abgeschlossen. Okay. Aber irgendwas hat sich gerade bewegt. Wahrscheinlich ist die andere Tür hinter mir einfach nur zugegangen. Alter Schlüssel! Nee. Okay, schauen wir mal. Okay. Wer weiß, was wir dann mit diesen Symbolen noch machen müssen. Streichhölzer? Ach, wahrscheinlich in einer... Ein Tellerchen. Hat jemand sein Tellerchen vergessen? Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wahrscheinlich schon mehrere, so wie der aussieht. Okay. In welcher Reihenfolge müssen wir sie anzünden? Vielleicht doch in gar keiner Reihenfolge, vielleicht einfach nur anzünden.
Aber woher soll ich denn wissen, in welcher Reihenfolge? Ich habe keine Idee. Ich habe keine Idee, in welcher Reihenfolge. Ich habe die Zeichen auch meiner Meinung nach noch nie gesehen. Moment. Hier unten irgendwas zu sehen. Nee. Nee. Ach, guck mal, da ist das Zeichen. Da ist eins dieser Zeichen in dem Bild. Da, eins, drei, das Z ist vier. So, also das G ist die eins, der Kubus ist die zwei. Rakete ist die 3 und Z die 4. Ah, wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch. Hebel? Nur ein Hebel? Okay. Das ist wahrscheinlich die Tür, ne? Ja, die von der anderen Seite geschlossen war. Gut, gehen wir hier durch. Wir haben eh nichts zu verlieren. Uns ereilt eh der Tod im schlimmsten Fall. Der Ort existiert wirklich, ja. Ah! Das ist, wo wir am Anfang waren, ne? Ja. Oder? Also sieht zumindest so aus. Das ist der Spalt. Was geht da draußen vor sich? Ich weiß nicht. Was ist das für eine Kreatur und dieser Ort? Ich erinnere mich gut daran. Habe ihn in meinen Träumen gesehen. Ja. Ja, das hier ist der Platz, wo unser Bett stand im Traum. Da hing Tilly. Da war der Spalt, genau.
hier kamen wir irgendwo raus. Genau. Hier ist offen. Wohin? Was passiert? Bad. Ich will da hoch. Ich will die Aliens aus nächster Nähe sehen. Ach, hätte ich auch lang gehen können. Okay. Okay, wir sind jetzt in Kapitel 8. Die Wahrheit. Okay. Ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns morgen zur Kapitel 8 wieder. Ich freue mich, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr das Projekt mit begleitet und wir sehen uns morgen wieder. Das war jetzt erst sehr überraschend. Bis dann, schlaf gut.